Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal zum Thema Sicherheitskameras, denn die Firma Reolink hat mir ihr neues Modell zur Verfügung gestellt und dabei handelt es sich um die Reolink RLC 542 WA. Bei dieser Kamera handelt es sich um eine WLAN-Variante und zwar eine wasserfeste Überwachungskamera nach IP66 Standard. WLAN haben wir 2,4 und 5 GHz WLAN on board, also 802.11a, b, g und n. Wer lieber Power over Ethernet nutzen möchte, sollte zur ansonsten nahezu identischen RLC 842a greifen. Diese bietet zusätzlich zum Power over Ethernet auch noch eine 4K-Auflösung mit 3840x2160 Pixel, also 8 Megapixel. Die RLC 542 WA hingegen bietet mit ihrem 5-Megapixel-Sensor hier eine Auflösung von 2560x1920 Pixel. Meiner Meinung nach sollte das hier aber auch für die meisten Bereiche vollkommen ausreichen. Die Livestreams der Kamera könnt ihr sowohl über die App als auch über den Browser empfangen und da beide Kameras auch RTSP und RTMP-Streams zur Verfügung stellen, lassen sich beide Systeme auch in nahezu alle Überwachungssysteme integrieren. Zusätzlich zum WLAN stellt uns die 542 WA das Netzwerk auch noch über einen RJ45-Anschluss mit bis zu 100 Mbit zur Verfügung. Wie eben schon erwähnt, liefert diese Kamera uns die Bilder in 5 Megapixel und das mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Zusätzlich enthält sie einen fünffach optischen Zoom und dank der 24 integrierten Infrarot-LEDs haben wir hier auch eine Nachtsicht bis zu 30 Meter. Ebenfalls ist ein Mikrofon eingebaut, wodurch eine Audioaufzeichnung möglich ist. Natürlich ist auch die Reolink bekannte Personen-, Bewegungs- und Autoerkennung in dieser Kamera wieder integriert und aufgenommen werden kann entweder durch Bewegungserkennung, kontinuierlich oder auch nach einem Zeitplan geplante Aufzeichnungen sind möglich. Für die Aufnahmen sind bis zu 256 GB MicroSD-Karten möglich in dieser Kamera zu platzieren und diese ermöglichen uns dann eine Gesamtaufnahmelänge von bis zu 97 Stunden. Das Besondere an der RLC 542 WA und 842A ist der IK10-Standard, welcher die Vandalismusresistenz bescheinigt. IK benennt nämlich den Stoßfestigkeitsgrad, also die Widerstandsfähigkeit bei Schlag- und Stoßbeanspruchung. IK10 steht für eine Schlagenergie von 20 Joule und das entspricht einer Masse von 5 Kilo bei einer Fallhöhe von 40 cm. Das heißt, wir könnten aus unter 40 cm einen 5 Kilogramm Hammer auf diese Kamera drauffallen lassen, also oben auf die Linse, ohne dass diese kaputt gehen sollte. Da ich die Kamera hier allerdings noch weiter benutzen möchte, möchte ich das jetzt zumindest nicht live testen. Ich blende euch hier mal einen kurzen Clip ein. Aber ansonsten würde ich sagen, wir packen diese Kamera jetzt mal aus und schauen uns mal an, was Reolink mir da geliefert hat. Zu Beginn werden wir in dem Karton wie immer hier von diesen Beipackzetteln begrüßt. Darin befindet sich die Bedienungsanleitung. Als nächstes befindet sich in der Verpackung hier das notwendige Montagematerial, also einmal Schrauben, Dübel und diesen Torx-Schraubendreher. Und hier den bereits von Reolink bekannten Adapter oder diese Hülse, um eben das Netzwerkkabel an der Reolink wasserdicht anzuschließen. Natürlich befindet sich darin auch wieder ein Netzteil, hier auch wieder mit einem Adapter, in unserem Fall natürlich der entsprechende EU-Adapter. Dann haben wir hier zwei WLAN-Antennen und hier die eigentliche Kamera. Hier vorne seht ihr schon, hier befindet sich das Mikrofon. Und hier um die Linse sehen wir auch schon die 24 Infrarot-LEDs. Auf den ersten Blick habe ich eigentlich gedacht, diese Kamera ist auch schwenkbar. Aber wenn man hier auf der Seite einmal guckt, ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht ein bisschen viel reflektiert. Aber hier
ist auf jeden Fall das Objektiv fest verschraubt, also kein Pan-Tilt oder so, sondern diese Kamera ist fest in dieser Haube montiert und lässt sich also von der Ferne weder schwenken noch drehen. Hier können wir nur zoomen. Auf der Rückseite haben wir noch die beiden Anschlüsse für unsere Antennen. Ja, und das Kabel wird hier unten wieder rausgeführt mit Stromanschluss, Netzwerkanschluss und unserem Reset-Taster. Zu guter Letzt befinden sich auf dem Kartonboden noch zwei Kabel, und zwar einmal das Netzwerkkabel und hier noch eine Stromverlängerung. Ja, und das war's auch schon, was euch im Karton erwartet. Kommen wir jetzt also mal dazu, wie wir diese Kamera montieren müssen. Und zwar haben wir von hier oben drei von den Torx-Schrauben. Diese müssen wir lösen und dann befinden sich hier auf der Rückseite vier Löcher und über diese vier Löcher lässt sich die Kamera unter der Decke entsprechend montieren. Natürlich kann man sie auch an die Wand schrauben oder so, aber gedacht ist sie eben für unter die Decke zu schrauben, also eine Überkopfmontage. Und ich würde sagen, das machen wir auch jetzt als nächstes Mal. Wir gehen mal raus und ich montiere diese Kamera einmal bei mir im Carport. So, bevor wir jetzt aber rausgehen, würde ich sagen, wir binden die Kamera direkt noch eben in unser WLAN und die Reolink-App ein. Dafür müssen wir sie als erstes einmal mit unserem Netzwerk per Kabel verbinden. Jetzt benötigt die Kamera natürlich noch Strom. Während der Initialisierung hören wir die Stellmotoren vom Objektiv ein bisschen laufen. Und dann können wir uns jetzt unser Smartphone schnappen und ich klicke jetzt hier in der Reolink-App, die ich schon gestartet habe, einmal auf Plus und diese möchte jetzt, dass ich einen QR-Code scanne. Und den finden wir hier auf der Gehäuseseite. Also nehmen wir jetzt einfach mal die Kamera, fahren sie einmal über den QR-Code und die App meldet direkt, dass die Kamera verbunden wurde. Hier sollen wir jetzt ein Passwort eintragen. Wählen einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er sagt ja auch, Passwortsicherheit ist schwach. Da hat er natürlich recht. Und als Kameraname wählen wir jetzt hier einmal Carport. Ich wähle mein Netzwerk aus. Da tragen wir jetzt das WLAN-Passwort ein. Sagen Speichern. So, und die Kamera wurde mit unserem Netzwerk verbunden. Wir bekommen jetzt hier noch einen QR-Code, über den wir in der Lage sind, den Zugriff auf unsere Kamera zu teilen. Und ich sage jetzt einfach mal beenden. Und wenn wir jetzt hier den Stream aufrufen, dann könnt ihr mich hier auch mit der Kamera bei mir im Wohnzimmer sehen. So, und auch wenn wir jetzt das Netzwerkkabel wieder abziehen, sollten wir jetzt in der Lage sein, unsere App auf die Kamera zu verbinden. Genau, hier sehen wir auch jetzt den Livestream und ihr seht mich jetzt hier auch winken. Insofern, das funktioniert. Also würde ich sagen, wir starten jetzt mit der Montage draußen im Carport. Nachdem wir jetzt ringsrum die drei Schrauben gelöst haben, müssen wir nun den Deckel abnehmen. Hierbei aber Vorsicht, denn an der Unterseite befinden sich noch Kabel. Und zwar einmal hier auf der rechten Seite das schwarz-rote und auf der linken Seite die beiden grauen, die zu den Antennen führen. Das heißt, nicht einfach abziehen, sonst reißt ihr da hinterher noch irgendwie die Kabel ab oder kaputt. Der Deckel wird zusätzlich hier hinten auch nochmal durch dieses schwarze Band gesichert. Das heißt, ganz abfallen kann er auch ohne die Kabel sowieso nicht. Das heißt, wir drehen den Deckel ein bisschen nach hinten weg und lösen jetzt als erstes einmal hier unten die beiden Antennen. Die Stecker sind nur nach oben aufgeklippt, also die können wir nach oben einfach abhebeln. Und jetzt müssen wir nur noch hier auf der Seite diesen Stecker vorsichtig abziehen und der Deckel liegt frei. Und jetzt haben wir auch Zugriff auf die vier Schraublöcher, über die wir die Kamera an der Decke montieren können.
Wie ihr seht, die Kamera ist hier auf diesem Board auch noch einmal drehbar. Das heißt, wir können sie hin und her schwenken, genauso wie rauf und runter. Das heißt, wir können die Kamera jetzt erst einmal an die Decke, an die Wunschposition platzieren, festmontieren, anschließend ausrichten und dann den Deckel wieder aufschrauben. Um die Montage etwas zu erleichtern, löse ich jetzt hier noch die Schraube, damit der Deckel erstmal hier liegen bleiben kann. Ja, wie ihr seht, die Kamera hängt nach Biegen und Brechen, habe ich das Ganze jetzt auch festmontiert. Ich hatte einen kleinen Kampf mit den beigelegten Schrauben, also ich kann euch nur nahelegen, nutzt anständige Schrauben. Nehmt nicht die vier beigelegten Kreuzschrauben. Ich weiß nicht, warum hier nicht auch Torx-Schrauben beigelegt wurden. Im Gehäusedeckel werden auch Torx-Schrauben verwendet, also es wäre eigentlich schön gewesen, wenn die auch zur Montage beigelegt worden wären, denn naja, es sind Kreuzschrauben dabei, die sind auch noch unheimlich weich und naja, was soll ich sagen, einmal kurz abgerutscht war natürlich vielleicht auch nicht das Beste, dass ich mit dem Akkuschrauber das Ganze montiert habe, aber wie gesagt, einmal kurz durchgedreht und naja, die Kreuzschraube war hin und ging weder rein noch raus. War also ein elender Kampf, den ich am Ende aber doch gewonnen habe, die Kamera hängt, ist jetzt auch fest montiert und ich würde sagen, das Ergebnis bzw. das Bildresultat schauen wir uns jetzt noch einmal kurz am PC an. Ja, und hier seht ihr jetzt die Reolink App auf meinem Windows PC. Der Carport ist, wie wir links sehen, auch schon verbunden. Hier oben haben wir noch die Reolink 511WA, die wir schon aus einem anderen Video kennen. Und meine Reolink Duo. Die hat gerade keinen Strom, deshalb hier unten auch nur die beiden Ladekreise. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Schauen wir mal in den Carport. Wenn ich das Ganze hier auf Vollbild mache, sehen wir, die Bildqualität ist auch schon recht gut. Hier unten haben wir die gewohnten Optionen Clip, Pan-Tilt Zoom, Aufnahme oder Schnappschuss. Die drei Aufnahmefunktionen klappen natürlich nur, wenn man eine SD-Karte in der Kamera montiert hat. Der SD-Karteneinschub befindet sich auf der Platine, heißt, der ist von außen auch so nicht zu erreichen. Ich habe wie immer davon abgesehen, eine SD-Karte zu verbauen, da ich direkt die Streams bei mir auf einem externen Gerät mitschneide. Wenn wir jetzt hier mal das Pan-Tilt-Zoom-Menü öffnen und ich hier jetzt einfach mal reinzoome, dann kann man hier sehr gut erkennen, dass man mit 5-fach-Zoom das Bild doch ganz schön nah ranholen kann. Der Fokus hängt immer ein bisschen hinterher, aber ich denke, das ist durchaus zu verschmerzen. Ansonsten haben wir hier die Reolink-typischen Einstellmöglichkeiten. Auf diese möchte ich jetzt nicht mehr alle im Detail eingehen, das kennen wir ja schon aus den letzten Videos. Sehr ausführlich habe ich es bei der 511WA vorgestellt. Die Reolink Duo habe ich auch schon in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke einfach mal für alle, die die Einstellungen im Detail sich nochmal ansehen möchten, beide Videos oben rechts in der Infobox. Gehen wir es einmal kurz durch. Wir haben hier wie immer zwei Streams, einmal volle Auflösung, einmal flüssig. Die Bewegungsalarme, die auch wieder unterscheiden können zwischen intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennung. Ob der Ton aufgenommen werden soll, bzw. die Infrarotlichter sich automatisch aktivieren sollen. Bei Dunkelheit lässt sich ebenfalls einstellen. Die üblichen Überwachungsmöglichkeiten fürs Aufzeichnen, Versenden per E-Mail, Upload per FTP oder auch als Push-Nachricht sind hier ebenfalls möglich. Natürlich können wir auch das Netzwerk dieser Kamera noch konfigurieren. Die Speicherung ließe sich konfigurieren, wenn eine SD-Karte eingelegt ist. Und zu guter Letzt Benutzer, Uhrzeit und im Punkt Wartung gibt es noch diverse Einstellungen bezüglich Autofokus, Upgrades und Neustart. Ja, soviel erstmal zur Reolink 542WA. Für alle, die jetzt noch wissen wollen, wie man diese Kamera in Home Assistant integriert, schaut mal oben in die Infobox. Dazu habe ich nämlich schon mal ein Video gemacht, in dem ich verschiedene Varianten zeige, wie ihr Reolink-Kameras in Home Assistant integrieren könnt. Achtung,
Dies gilt nur für kabelgebundene Kameras, also nicht für welche, die Batterie- oder Solarbetrieben sind. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Da schauen wir uns nämlich mal das NS-Panel der Firma Sonoff an. Eigentlich schon lange überfällig, denn das Sonoff NS-Panel liegt bei mir schon seit Dezember. Aber ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt, von daher jetzt ein bisschen im Verzug. Das holen wir aber schnellstmöglich auf. Also in diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!